Wir sind in der Fachhochschule Nordwestschweiz in Muttenz. Es ist Tag der Geomatik. Bei uns ist Frau Susanne Bleisch. Frau Bleisch, was ist Geomatik? Ja, das ist eine gute Frage, das ist nicht sehr bekannt. Geomatik setzt sich zusammen aus zwei Begriffen. Also erstens kommt Geo von Geodäsie und zweitens Matik von Informatik. Also es ist eigentlich ein kombiniertes Feld. Den Tag braucht ihr, um das Feld oder die Klasse, die Schulklasse, das Angebot vorzustellen. Was genau stellt ihr damit vor? Also grundsätzlich Geomatik an und für sich. Wenn ich sage Geografie, dann kennt das jeder. Oder wenn ich sage Physik oder Chemie. Aber Geomatik ist eben ein ähnliches Fachbereich und wir versuchen das ein bisschen bekannter zu machen. Wir haben hier verschiedene Studiengänge. Wir können den Bachelor in Geomatik kann man da studieren. Oder auch den Master in Geomatik. Und wir wollen den Studiengang und auch das Fachgebiet bekannter machen, indem wir hier verschiedene Teilgebiete zeigen mit verschiedenen Posten, die eben hoffentlich auch ein bisschen amüsant und interessant sind zum Mitmachen. Wir sind mit einem Posten, der wahre Gottesgefühle in einem weckt. Man kann Landschaften machen, es fährt sich an verfärben. Herr Matti, was ist das? Ja, das ist eigentlich eine Echtzeit-Simulation, was man eigentlich mit Landeskarten macht. Unser Sandkasten ist jetzt in der Schweiz, wenn man so will. Und dann tut man in Echtzeit das Gelände aufnehmen, jetzt mit der Xbox. Und da hat man ein 3D-Relief von diesem Sandkasten. Und dann tut man in Echtzeit wiederum kann man die Höhenkurve eben, rekonstruieren. Und die werden dann mit dem Projektor hier nachher drauf projiziert. Und so kann man nachher interaktiv das Konzept der Höhenlinie erkunden. Was ist denn das Blaue, das man hier sieht? Das Blaue ist jetzt momentan Wasser. Und das kann man, wenn man Wolken simuliert, gibt es mehr Wasser. Und dementsprechend kann man auch schauen, wo je nach Gelände das Wasser durchfließen würde. Herzlichen Dank. Herr Docci, ihr stellt euch im Stand Drohnen vor. Jetzt heutzutage ist es ja so, Drohnen bekommt man bei einem Spiegelabonnement geschenkt. Ich glaube, das sind nicht ganz die gleichen, die ihr hier am Stand habt. Was sind das für Drohnen? Was wir jetzt eigentlich hier am Stand haben, sind eigentlich sogenannte Vermessungsdrohnen, also professionelle Drohnen. Wir haben zum einen Flächenfliegerdrohnen für grössere Gebiete. Andererseits Multicopter für spezifische Einzelgebäude beispielsweise. Was ist denn der grosse Unterschied zwischen einer handelsüblichen Drohne und dem, was ihr hier liegen habt? Was wir jetzt hier haben, ist vor allem Programmierung, ist sicher das eine. Wir können jetzt beispielsweise vordefinierte Wege abfliegen, dort Fotos aufnehmen und entsprechend ein Geländemodell rechnen. Jetzt im Vergleich zu einer Billigdrohne oder einer Hobbydrohne ist sicher mal das Material selber und einfach die Kosten, die natürlich immens viel höher sind. Und ihr stellt hier ein Modell vor, wie man Landkarten vermessen, also Landschaften vermessen. Nach was für Prinzipien funktioniert das? Was wir jetzt hier haben, ist eigentlich die sogenannte Fotogrammetrie, also Auswertung aus Bildern. Wir nehmen möglichst viele Bilder auf mit einer gewissen Überlappung. Und mit dem können wir nachher eigentlich die einzelnen Bilder nehmen, miteinander verrechnen und aus dem eine Tiefenkarte generieren. Und anschliessend mit dem tiefen Bild können wir dann das Geländemodell rechnen und dann aus dem heraus dann eigentlich Grundlage für ein Berechnungsmodell, für Wasserläufe etc. kann man dann daraus heraus generieren. Stefan Blaser, wir stehen vor einem Auto, das utopisch aussieht. Was ist das? Das ist eigentlich ähnlich wie Google Street View. Dort ja alle Strassen befahren mit diesem Auto. Aber im Gegensatz zu Google Street View kann man mit diesem Auto in den Daten nachher, wo man wenn man einen Browser anschauen kann, kann man auch drin messen. Was sind denn das für Datenmengen, die da übertragen werden? Also wenn wir eine volle Konfiguration haben mit allen Kameras, mit allen Stereosystemen, gegen vorne auf die Seite, erfassen wir etwa 1 Terabyte pro Stunde Daten. Das sind echt gewaltige Mengen, die hier auf die Harddisk abgespeichert werden müssen. Herr Hürbi, was ist das? Also wir nehmen hier mit einem 3D-Laserscanner eine Punktwolke auf. Aus dem kann man noch mit ein paar Nachbearbeitungsschritten 3D-Modelle generieren, wo man noch beliebig weiterverwenden kann. Man kann zum Beispiel mit einem 3D-Drucker gerade Miniatur-Porträts erstellen
ja, wo man nachher eigentlich aufstellen kann oder was auch immer. Und man kann natürlich auch Gebäude aufnehmen und Stadtmodelle nachher ausdrucken. Also, da gibt es beliebig viele Möglichkeiten, die man machen kann. Also mit anderen Worten, es ist theoretisch möglich, dort auf dem Stuhl zu sitzen, von sich ein Foto zu machen. Das wird umgerechnet in ein 3D-Modell und direkt gespritzt auf einem in Plastik oder was auch immer das ist. Genau, ja, also der Scanner tut eigentlich Distanzen messen. Der nimmt 1 Million Distanzen auf pro Sekunde. Und das tut man nachher mit einem Foto überlagern, damit man die entsprechenden Farbwerte hat. Und das gibt eigentlich gerade das 3D-Modell nachher von, ja, von der Person. Und das tut man nachher an einen 3D-Drucker schicken. Und dann kann man das gerade so drucken lassen. Ja. Herzlichen Dank.